Ein neuer Tag, ein neuer Kampf bei Hero Zero. Server 2, Hardcore Heroes gegen die Alltagshelden. Schauen wir doch mal rein. Für uns als erstes am Start Bundy gegen Equalizer von den Alltagshelden. Bei uns hat sich einer nicht angemeldet. Ei, 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 was sehe ich da? Das darf nicht passieren. Da muss ich Egoist bzw. unsere 5, 6 Berater mal das Video hier genauer anschauen und dann mal Konsequenzen walten lassen. Ohahaha. MacBobo besiegt Bundy jetzt auch noch. Die Alltagshelden dürften 2 Trophäen haben. 16.000, 10% sind 1.600, sind 3.6200, genau. 2 Trophäen dürften die Alltagshelden im Besitz haben. Da hat sich die Bambi 87 nicht für den Kampf angemeldet. Ein Zuckerschmäuse für uns, denn so ist sie ganz schnell vom Fenster. Jetzt Glenn Morangi gegen Klaus 8. Wenn sie den auch noch packt, wäre das natürlich phänomenal. Aber das wird leider nichts. Aber unser Bobby kommt jetzt und wird Klaus 8 hier in die Wüste schicken. Wir haben natürlich alle 5 Trophäen, das ist ja mal wieder klar. Und kämpfen ja gegen die Alltagshelden mit 2 Trophäen. Bobby muss sich jetzt, was muss er jetzt? Ja, sich verabschieden. Und Quabelix in den Ring lassen, der jetzt für Phönizia rauskämpft. Sid, jetzt für die Alltagshelden im Ring, wird Quabelix hier, glaube ich, zum Verhängnis. Ja. Er weicht nochmal aus. Sehr schön. Und er weicht nochmal aus. Vielleicht wird er doch nicht zum Verhängnis. Und nochmal ausgewichen. Yeah! Quabelix! Mal wieder unser Quabelix. Jetzt Schmitz Backes für uns gegen Versus von den Alltagshelden. Also Quabelix mal wieder super gemacht, wie eigentlich bei fast jedem Teamkampf. Lobe ich ihn ja eigentlich, also so indirekt. So, Schmitz Backes muss einen kritischen Treffer einstecken und wird jetzt gegen Sturm verlieren, aber Janusche gibt ihm jetzt den Rest mit 2 ordentlich platzierten Treffern. Mein Held. Ein Held, ja, annehmbarer Name, sag ich mal, gegen Januschel von unserer Seite aus. Das könnte er sogar packen, es wäre theoretisch kein Problem, wenn er hier jetzt noch einmal ausweicht. Komm Januschel, komm. Nein, mein Held ist ausgewichen, damit war es das. Aber Delia wird ihm jetzt das letzte geben und dann gegen Mieze 65 überlebt. Hey, die Witzka. Und dann kriegt er einen kritischen. Mit 65 Leben. Ja. Das Leben ist so ungerecht. Delia gegen Mieze-Kotze. Charmanter Name, charmanter Name. Delia wird sie besiegen. Schade, 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 schade. Unser toller Held muss jetzt gegen Mieze-Kotze bestehen, die nur noch 241 Leben hat und da trotzdem einmal ausgewichen ist. M4J4, jetzt für die Alltagshelden. Shadow Devil ist Geschichte und Nefk kommt für die Alltagshelden. Toller Held, schöner Kritischer. Nefk hat sich, glaube ich, nicht für den Kampf angemeldet. Schade, schade, schade. Nicht für uns, sondern für die Alltagshelden. Hahaha. Toller Held muss jetzt gehen und MX Vortex in den Ring lassen, damit er Satanius hier ein bisschen ärgern kann oder auch nicht. Vielleicht ärgert Satanius auch MX Vortex. Wir werden es sehen. Wir sind 5 Leute im Vorsprung. Das ist eine ganz akzeptable Führung für uns. Puppy jetzt für die Alltagshelden besiegt MX Vortex und lässt Shockwave gegen ihn ran. 7000er Crit. Was
Nicht schlecht, nicht schlecht. Und da ist auch schon Schranzina Hardcore hier. Die jetzt auch ein episches Nachtsichtgerät auf dem Kopf hat. Und jetzt gegen Knopfi, ja, das Zeitliche segnen muss. Intrust jetzt für uns gegen den schon besagten Knopfi. Unser Vorsprung ist auf 4 geschmolzen und wird jetzt auf 3 weiter schmelzen, ne? Es könnte noch eine spannende Kiste hier werden. Jetzt kommt die Stali mit ihrem Helm auf den Kopf. Nee, der Stali. Ups, ich hab mich vertan. Das sind nämlich keine, ja, ihr wisst schon, unter diesem Amphibienanzug. Und Glied auf 2 verkürzt. Knopf 4. Oh, der hat aber auch Stats. Meine Güte. Okay, sie haben nur 2 Trophäen. Also ich sag mal so, wenn sie Trophäen aufgeladen haben. Ich sag schon wieder Trophäen, Leute. Schreibt mir mal bitte alle eine PN bei Hero Zero, egal ob Server 2 oder S3. Und schreibt mir, es heißt Melonen und nicht Trophäen. Dankeschön. Wenn Alltagshelden keine Melonen aufgeladen haben, könnte das was werden. Ansonsten wird's sehr, sehr, sehr eng. Delphi muss jetzt noch den kritischen einstecken und ihr Angriff wird noch ausgewichen. Aber Hick muss sich jetzt ja verabschieden und Master Deeds in den Ring lassen. Also ich sag mal so, die jetzt kommen, die sind gar nicht so stark vom Skill. Wer weiß, was der Knopfi da alles so geschraubt hat, damit er so hohe Skillpunkte bekommt. Das war wirklich enorm. Er muss ja 20% abrechnen, also da kommt schon für Stufe 214 oder was er war, gute Stats zusammen. Jetzt Insomnia für die Alltagshelden gegen Nightmare von uns. Danach bin ich an der Reihe. Schon, das geht ja fix hier. Ich werde hoffentlich Insomnia killen, ansonsten ist das eine ziemliche Blamage für mich. Jetzt ich. Komm schon, ja, kritischer Treffer. Dafür hat es sich ausgezahlt, Krebs hoch zu skillen. Komm jetzt noch einen kritischen. Komm noch. Okay, jetzt brauche ich keinen kritischen mehr, jetzt kann ich auch normalen. Ah, oh, da kommt der kritische. Jetzt Purzel. Haben Sie Melonen? Nein, Sie haben keine Melonen! Feuerwehr! Trommelwirbel! Sie haben keine Melonen aufgeladen und das heißt, es dürfte eigentlich ein klarer Sieg für die Hardcore Heroes werden. Wild Beast jetzt gegen Purzel. Also bei mir ist draußen schönes Wetter, kann ich euch sagen. Auch wenn es euch nicht interessiert, aber ja. Wild Beast jetzt gegen Purzel. Muss ihn jetzt Egoist überlassen, der mit der ersten Melone werfen darf. Lady One mit einem kritischen, aber keiner Melone. Das haben sie sich aber schön selber ein Ei gelegt, ey. Okay, aber ich sag mal so, es kann trotzdem noch spannend werden. Scheiße. Ich sollte jetzt nicht zu sehr hier in Übermut verfallen. Es ist immer noch 4 gegen 4. Hero jetzt mit der Melone besiegt Lady One nicht. Ah, oh, Mann. Jetzt hat er schon wieder 3 Treffer einstecken, 4 Treffer einstecken müssen. Noch einen kritischen! Mann, Hero! Was machst denn du? Nein! Nein! Leute, nein! Die Melone trifft auf 400 Lebenspunkte. Ich fass es nicht. Nein! 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 Ich hätte nicht so früh in Übermut verfallen dürfen. Ich wusste es. Discavio wird Fee hier nicht besiegen können. Nein, das wäre die letzte Chance gewesen, dass wir es vielleicht noch gewinnen, aber sie weicht so oft aus. Scheibenkleister. Spiele drin, besiegt es Fee auch mit nur mit. Oh, 5000 Überschuss. Scheiße! Mann. Oh nee, das kann doch nicht sein, ey. Sorry Leute, aber irgendwie bin ich gerade wirklich. Nee, das kann nicht sein. Meuchelmeister jetzt mit der Melone B wird Blue Jay Django noch besiegen, aber Danny, der Gott, wird ihm dann den Rest geben. Mann, 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 Mann. Ich möchte jetzt nicht nur Hero die Schuld geben, weil er halt gerade das schwarze Schaf war, der dort versäumt hat, Lady One zu killen, aber naja. Hätten wir den einen mehr gehabt, dann hätten wir gewonnen.
Welche Trophäe? Natürlich Energietrophäe. Ja, na klar. Ist ja nicht so, als wär's die beste oder so. Ey, geht doch mal kacken. Bis demnächst. Ciao.